Ja, du bist dann erstmal auf dem Weg. Du bist eine Weile beschäftigt. So, ja, Kron, du wolltest noch was während der außer das Wasser beschnuppern machen? Genau, ich wollte mich dann auch mal selber mal etwas waschen. Und ich würde meine Detect Magic die ganze Zeit anhaben. Du weißt, was er haben will. Ich weiß, was er haben möchte. Detect Magic! Ja. Ruhe da draußen! Wollen die Leute sterben, verdammt! Entschuldigung! Alle, jede Minute. Detect Magic, die Magic. Oh, Leute, halt die Fresse! Pass auf, sehen wir mal Würfel mit Steinen. Ich schlaf tief und fest. So, gut. Die schnarcht wie so ein Bart. Ja, aber du entdeckst keine Magie. Scheint ruhig zu sein. Du ruhig. Gut. Nein, also literally wirklich zu ruhig. Du hörst keine Vögel, nur das Rauschen des Wassers. Du hörst keine anderen Tiere, keinen Busch knistern, gar nichts. Okay. Ich würde dann auch so während einer Zeit, dann, wenn ich beobachte, dann kurz vor Ende meiner Wache würde ich ein Gebet zu Pharasma aussenden, dass sie uns in der kommenden Schlacht noch nicht zu sich hole. Dafür den Seelen der Banditen gnädig sein soll. Und dann würde ich zu Alex gehen und ihn mit meinem Stock so, also nicht fest, aber ich würde ihn so am Ende meiner meiner Wache, um ihn zu erwecken. Ach Gott, ist es schon so weit. Entschuldigt, mein Freund, ihr seid dran. Mir ist in der Wache nichts aufgefallen. Es ist aber sehr ruhig. Passt auf, bitte. Ruhig ist doch gut, oder? Ah, es kann zu ruhig sein. Ich höre keine Vögel. Das könnte vielleicht ein Raubtier in der Nähe sein. Aber ich vertraue euch. Ich würde jetzt einmal rumgucken. Sehe ich überhaupt was in der Dunkelheit? Ah, sehr, sehr wenig. Mach mir auch mal eine Perception und gib unten beim Modifier vorher bitte -6 ein. Moment. Also erst unten war dieses Plus Minus. Genau, unten gibst du -6 ein in dem Modifier unten links. Also unterm Chat links. Und dann klickst du Doppelklick auf dein Perception. Moment, unterm Chat links. Ach, da unten. Genau, da machst du -6. Das ist echt geil, wenn die Minustaste muten ist, Alter. Oh, Moment. Kannst auch den Bind. Ich glaube, nee, den kannst du nicht. Oder doch, du kannst auch den Bindestrich nehmen. So. Und jetzt kann ich einfach Perception drücken. Genau, Doppelklick auf Perception und dann. -6 ist drauf, hast du gut geworfen, alles klar. Dann gucken wir erstmal. Das würfel ich verdeckt. Nein, mach nicht diese. Mach nicht diese. Wenn er so guckt, stirbt Rainer wieder. Oh mein Gott, sie haben Rainer getötet! Ihr Schweine! Nein, nein, Tamara hat Rainer getötet. Ja. Ich guck mal kurz. Guck mal kurz. Images. Dass wir kein Feuer gemacht haben, habt ihr euch ziemlich großzügig verteilt, muss ich schon sagen. Okay, ich muss dafür noch nichts raussuchen. Also ein Feuerball tötet uns jetzt. Just saying. Ich glaube, wenn jetzt ein Raubtier kommt, ist Kier, glaube ich, die Erste, die dran glauben muss, weil die so weit weg ist. Now I want to snuggle. Was ist passiert? Noch nichts, aber es passiert gleich was. Hä, warum bewegt ihr euch? Haben die Schlafenden was mit? Ihr schlaft. Hey. Ja, deswegen habe ich mich runtergeschoben. Ja, stimmt. Dex ist nicht da. Da fehlt der Damage dann. Ah, ärgerlich. Liebe Zahntiger. Also wenn ich merken sollte, dass ich wirklich weniger sehe, würde ich mich natürlich irgendwie mittig. Moment, du kriegst schon was mit, alles gut. Ich muss nur gerade. Also ich will alle gleich im Auge behalten können. Wie der Schäfer über seine so weit weg ist.
fuck. Du haust mir nur gegen einen Gegner, gegen den ich nicht vieren kann. Also, aus nördlicher Richtung, also etwa von... Wo ist eure Gruppenfenster? Über Rainer. Sorry. aus dieser Richtung siehst du, wie sich ein massives, okay. Ja, halt Rankengewächs auf mit einer Schleimbahn sich ja Richtung euch bewegt. Oh, ein Politiker. Sagen wir bewegt. Was in Gottes Namen ist denn das? Von wo kommt der? Ich hab's nicht mitgekriegt. Guck mal im Gruppenbogen in Ordnung. Da habe ich einen Pfeil rangemacht. Ich sehe den Pfeil halt nicht. Der ist so in der Mitte links, so ein bisschen mittig links. Ja. Also ich sehe auch keinen Pfeil. Ihr müsst in der Mitte links gucken, das wird gerade dicker, das wird noch schlechter zu erkennen. Nicht von Rainer. Und gerade auf uns. Ich sehe keinen Pfeil. Ja, das. Ah, also jetzt sehe ich ihn auch. Der Fall war mit schwarz gemalt. Nee, er taucht jetzt erst bei mir auf. Okay. Bei mir baut er sich auch langsam auf. Ich habe ihn gerade noch mal dicker gezeichnet. Gut. Aber stopp. So. Gut. Also das ist da, das siehst du gerade, Alex. Wie sich das dahin bewegt. Mit ziemlich eindeutigen Geräuschen. Lecker. Also es bewegt sich zu uns, nicht von uns weg. Ach, es bewegt sich zu euch. Und momentan schlafe ich ja eh noch. Ich will auch einen Filter drin haben. Ich bereite jetzt einfach immer, wenn ich aufwache, Magic Missile vor. Sobald ich aufwache, einfach egal wohin. Hauptsache ich schieße auf was. Fängt da an Schlaf zu wandeln, murmelt vor sich hin und da fliegen die Missiles rum. Ja, ja. Setz dich einfach mal auf die andere Seite, Dex, weil du bist nicht da. Ich nehme dich auch aus dem Kampf vor. Ich würde jetzt auf jeden Fall Rainer anstupsen, dass er aufwacht. Drüben. Ich würde jetzt in die Richtung zeigen, wo dieser Schlürfer auf uns zukommt. In dem Zelt, ist ja klar, ne? Auf deinem scheiß Zelt, bevor du noch dran glauben musst, Mann. Okay, ich nehme mein Dolch, meine Armbrust, meine Pfeile und komme, wie ihr sagt, aus dem Zelt. Dann würde ich mir jetzt die Richtung zeigen, wo dieses Viech herkommt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ist das Pfeil? Oh, meinst du, das will uns töten? Bei der Macht des Pfeil, was? Oh Gott. Von Grayskull. Und dann, ja. Ja, kümmere dich um Kier. Und dann würde ich weiterlaufen. Sauber. Da auch dasselbe. Würde ich so leicht anstupsen. Ich würde aufstehen und würde dich fragend angucken. Stand Zeit für einen Wechsel? Ja. Hast du mich gerade an? Hm? Würde er auch so eine Geste machen, dass du ruhig bist und in die Richtung zeigen, wo dieses Viech herkommt. Meine Augenbrauen wandern nur nach oben und ich greife nach meinen zwei Schwertern. Und mich entsprechend fertig machen. Ja, während das passiert, wecke ich Kier. Ich stupse sie halt auch an. Aufwachen, aber sei leise. Hä, was? Ich zeige mit dem Mund, also mache diese Geste und zeige halt auch in die Richtung. Ja, ich würde hier Saviera fragen. Hast du schon mal sowas gesehen? Sie sieht gar nicht. Nein. Vor allem sehe ich eigentlich groß nur einen Schatten, wenn du mich so fragst. Übrigens einmal für die Beschreibung auf Deutsch. Auf zwei Baumstümpfen ähnlichen Beinen erhebt sich eine Masse aus ineinander verschlungenen Ranken und tropfenden Schleim, die nach Verwesung und frisch umgegrabener Erde riechen. Also du riechst ihn auf jeden Fall, auch wenn du ihn nicht sehen solltest, Kron. Den hat unser Tango vorhin nicht gerochen? Nein, das war ja nicht in Reichweite. Das Ding ist nicht so langsam.
Es ist langsam, ja, aber nicht so langsam. Hatte ich genug Zeit. Mach mich auf den Weg dann zu den anderen. Doch, und ich gehe mal die Krähe wecken. Ja. Ich nehme seinen Stab und stumpf ihn an. Du riechst es so, du riechst es sofort, du riechst es sofort, die Verwesung. Hier riecht nach Essen. Gibt's schon Frühstück? Ich halte seinen Stapel zu. Und zeige in die Richtung. Du merkst, wie so ein bisschen das Wasser am Schnabel lang läuft. Lass deinen Schnabel los. Gibst du mir den Stab wieder? Ja. Danke. Ich muss mir mal noch so einen Stab hier herstellen, dann kann ich wenigstens damit roleplayen. Muss ich mir dann zwei Langschwerter holen? Ich habe einer meiner Spieler sitzt in Rüstung da, also. In Schienenrüstung sitzt der Typ da. Also. Ja. Pen and Papers Leben. Kenn ich so ein Wesen? Arcanus? Ach, warum Arcana? Warum Arcana? Weil es unter anderem auch eine Beschwörung ist. Ich hab gedacht, du hast mich lieb, Phil. Naja. Ach, die Würfel lieben mich. Ja, ich geb dir eine Identified und dann darfst du dir, du bitte nur, einmal auf das braune Kästchen klicken. Bitte kein anderer. Beschworenes Wesen. Macht vorsichtig. Lebende Pflanze. Macht vorsichtig. Das Ding ist körperlich stärker als wir. Versucht es aus der Entfernung klein zu bekommen. Es ist uns nicht freundlich gesinnt. Soll ich Steine werfen oder was? Habt ihr eine Fernkampfwaffe dabei? Ich heb einfach nur meine zwei Schwerter in die Luft. Du hast einen Dolch, den du werfen kannst. Mein Dolch ist nicht zu lange. Haltet ihr euch zurück, bis das Ding näher kommt. Und dann. Währenddessen versuchen wir Fernkämpfer es aus der Entfernung etwas klein zu bekommen und ihr. Sie könnt es ablenken. Frage: Pflanze. Hat irgendjemand eine Fackel dabei? Ich kann bloß mit Eismagie um mich werfen. Ich habe eine Fackel. Ich heb ein Ölfläschchen. Ich kram kurz in meiner Tasche und heb ein Ölfläschchen hoch. Ah nein, ich habe keine Fackel, aber ich habe so eine Lantern. Aber wartet, das Ding riecht feucht. Ihr werdet es nicht anzünden. Okay, ich pack das Fläschchen wieder weg. Ihr werdet das nicht anzünden. Das Ding ist. Das ist wie wenn ihr versucht, Moos anzuzünden. Wir können es nur sehen. Und wie weit ist es denn von uns weg? Sekunde. Auf. In. Ja. Könnt ihr Pfeile machen und uns. Geh mal von also eurem Zentrum aus. Also ist das jetzt diese 5 Fuß weg, oder wie? Nee, 30. Es bewegt sich auch ganz gemütlich auf euch. Ich will jetzt auch was aus meiner Tasche kramen. Könnte uns das hier vielleicht helfen? Würde das alchemistische Feuer in der Hand halten? Besser als gar nicht, aber... Es ist ja eine Pflanze, habt ihr gesagt. Ja, kann man's. Kann ich mein Netz an meinen Bogen spannen und das dann auf es raufschießen? Also halt so anbinden an einen Arrow? Du kannst es probieren. You can certainly try. Ich will es jetzt nicht wasten, ansonsten würde ich halt näher rangehen. Was hast du denn vor? Ja, ich will mein Netz auf das Ding werfen. Willst du mich das dann vielleicht lieber machen lassen, dass du da aus der Entfernung was schießen kannst? Hast du keinen Fernkampf? Nein. Ja, dann gebe ich ihr mein Netz.
wenn alle damit so cool sind, dass ich das versuche und nicht der Meinung sind, dass es dann das Netz zerreißt. Das Ding ist stärker als wir. Ich bin mir nicht sicher, ob dein Netz es aufhält, aber du kannst es probieren. Das wird wichtig, dass wir das... Ich nehme hier einfach mal so ein... Warte, nein, nicht einfach nehmen. Gib's dir rüber. Nee, ich wollte sagen, ich nehme ein Stückchen... Also du möchtest jetzt, Tamara, also Severa, dein Netz geben. Jo. Dann hast du es nicht mehr im Inventar und Severa hat es im Inventar. Ich würde in einem solchen Seilstrang einfach mal selber ziehen und gucken, wie fest das ist. Was möchtest du machen? Sie möchte wissen, wie fest das Netz ist. Sie möchte quasi einmal testen. Mach mal einen Stärkewurf. Jetzt nicht könnten, sonst ist was das mit dem Netz. Holy fuck! Ja, du zerreißt das am Rand so, auch eine Masche. Okay, wenn es stärker ist als wir, bringt das Netz nicht viel. Wie wär's denn du? War euer Vater ein Treu? So wie sie aussieht? Aber wie wär's, wenn Severa das Ding ablenkt? Weil wir können Fernkampf. Die ist halt das Bauernopfer. Pass auf, sonst wirft das Bauernopfer wieder Steine nach dir. Und wir haben nur keinen... Das Netz über ihn. Wir haben keine Zeit zu streiten. Das Ding kommt auf uns zu. Ich will mein Netz wieder haben. Kriegst du sofort einen Gnomen. Kann man hier eigentlich mal Pfeile modifizieren? Könnte man theoretisch so ein alchemistisches Feuer einen Pfeil machen, dass sie damit beschießen? Nein. Schade. Das ist halt so eine Granate, das Ding, ne? Den Pfeil zeigst du mir. Ich weiß halt nicht, was das für eine Fiole ist. Also ich so leise wie möglich. Gehe ich näher ran. Genau, Würfelt bitte alle. Größten, ja. Bitte alle würfeln Initiative. Außer Dex. Nee.